Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guacamelee 2 für die Nintendo Switch. Wir befinden uns hier im Dorf Villa sonst was. Diese Zeitlinienrisse haben mich schon fasziniert. Wie funktionieren sie? Wie wurden sie geschaffen? Wie kommt es, dass sie manchmal sofort wieder schließen und manchmal wieder offen bleiben? Es sind so praktisch, um von A nach B zu kommen, aber sie sind so auch so weit verstreut. So, wir haben einen neuen Auftrag und zwar müssen wir hier hinten hin. Wir müssen nämlich die nächste Reliquie holen. Zum Tempel Obsidian müssen wir. Das versuchen wir jetzt mal. Guck mal, Garfield weggesucht. Nee, Schrödingers Katze. Lustlich. Hast du je einen Kaktus betrachtet und dich gefragt, wie es wäre, ihn umzuumarmen? Nee, ich auch nicht. Spacko bist du. Und du siehst bereits bereit aus. Übrigens, die Tierras Malas sind gleich westlich von hier. Okay. Was sie gibt. So, gehen wir nicht hoch. Schade. Ups, oh ja, ein cooles Hühnerlevel. Okay. Oh, das hat durchgekommen. So geht's. Okay. Nicht so geplant. Das war geplant. Okay, wie soll man da denn hinkommen? Nochmal kann ich ja nicht springen. Okay, wir sind hier runter vielleicht. Nein, da kann man nicht. Das muss man festhalten. Scheiße. Wir müssen in eine andere Richtung gehen. Da oben ist ein Huhn. Der wahre Auserwählte kennt keine Angst. Du wehrst dich in die Gefahr, aber wehrst du auch gegen die Wand? Scherz, tu das nicht. Aber Polo schieße dich in diese federnden Bumper. Hühnerbumper. Bumper. Schauen Sie mal an. Ah, okay. Wahrscheinlich wie so ein Flipper-Automat denn. Perfekt. Oder perfekt für uns zumindest. Ganz schnell. Das gezeigt. Nein. Okay, nochmal. Alter, bin ich dumm? Ja, bin ich. Nochmal. Eieiei. Schon abgespaced, oder? Ne, hier sind wir gar nicht längs. Wir sind wieder unten, ne? Hier, wo wir gerade eben längs kamen, genau. Ne, von da sind wir gekommen. Hier geht's doch da hoch, Entschuldigung. Okay. Hier war er schon. Hier war er schon, oder? Okay, müssen wir hier längs vielleicht. Okay, jetzt haben wir nur dieses Dings geholt, jetzt können wir wieder rausrennen. Okay. Immerhin.
Das war gerade merkwürdig. So. So, hier haben wir Speicher. Meine Freundin Gabriella liegt hier begraben. Es mag albern klingen, aber wenn ich mir hierher komme, fühle ich sie ganz nah bei mir. Oh, ein Krokodil. Sei gegrüßt, Juan. Ich bin Ue Coco, hä? Und du, kannst du meinen Zauber gut gebrauchen? Ich werde dich lehren, um die ganze Kraft deiner Special Move zu entwickeln. Nun schließe die Aufgaben in der Fertigkeitsansicht ab, ja, und ich werde dir wahre Macht zeigen. So, was haben wir hier noch? Steigert die Wucht deines Uppercuts. Was wollen wir? Tierras Malas. Dunkelste Zeitlinie. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Yes! Das kann man von oben ja nicht machen. Yes. Feuertyp. Okay. Hallöchen. Juan Velojador, lebendig, es ist also wahr. Ich bin es natürlich, Xata Bay. Ich weiß, dass du mich hier kennst, meine Schönheit vergisst niemand. Obwohl das hier mein neues Ich ist, friedlich besonnen. Man würde meinen, ohne mein Ex-Kalaka wäre alles bestens. Ja, ich bin Single, aber... aus uns zwei wird nicht. Ich bin eine Nummer zu groß für dich. Mir nach. Ich habe einen lokalen Künstler für Der Fall der Kalaka beauftragt. Mir gefällt, wie er sein Leid eingefangen hat. Juan Salvador ist ein wahrer Kämpfer. Sein Kampf mit Kalaka, ich habe noch nie in solch ausgefallenen Techniken gesehen. Sein Hahn aber kann keiner blocken. Aber seine Maske, sie bringt ihn um. Aber komm doch mit, ich habe das, was dir vielleicht hilft. Okay, ne? Okay. Wo ist er hingelaufen? Na nö. Gefällt dir meine Alberiere-Zuflucht? Es sind alles Fundtiere, weißt du? Aber ich denke immer, dass sie mich gefunden haben.
Du weißt, das, was du brauchst, wenn du es in Salvador öffnen willst, ist das. Dimensionswechsel. Ah, jetzt können wir in die Dimension selber wechseln. Das ist natürlich sehr cool. Ich weiß nicht, ob du wirklich eine Chance gegen ihn hast, aber ich wünsche dir viel Erfolg, Juan. Und grüße Lupita von mir, sie ist wirklich ein Glückspilz. Yes! So. Ach, das ist geil, ne? So. Und runter. Nein. Ja, jetzt. Wow. Das war mehr Glück als Verstand gerade. Nein. Perfekt. Okay. Mach einfach so. Das ist jetzt geil, dass wir es jetzt haben. Der Dimensionskampf hat eigentlich nichts. Ganz geil mit dem Wechsel. Das wird natürlich stifflig werden gleich ein bisschen. Ein paar Sachen definitiv. Bin mir ziemlich sicher. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Okay. Ja. Dann müssen wir echt einen guten Griff haben hier, das links-rechts drücken und immer wissen, wann man genau den Move hat, der gerade passend ist. Thank you.
Okay. Alter, aber das Ding ist, das Spiel ist wirklich mega flott, ne? Wenn man mal guckt, wie schnell das alles hier ist. So. Okay, warte. Nein. Oh, ja, ja, ja. Krass. Da muss man echt überlegen, ja. Okay, es ist eng. Na schade, müssen wir nochmal probieren. Ui, gar nicht so einfach. Müssen wir uns aber erstmal auf den einen konzentrieren da, wenn es eng klappt. Lucha! Fiesta, Fiesta, Mexikaner. Okay. Schmeckt? Hier längs. Ach, scheiße, ein Feuer hier, wo ist der denn da hin? Oh nein! Wie ärgerlich war das denn? Nochmal, das Ganze. Aha, was war? Ich kill erst nicht toll die Tüte da hinten, weil der nervt uns wirklich. Okay. Nein!
Freund. Ja. Das war's, oder? War noch irgendwas hier hinten? Ich dachte gerade eben. So mit den Gegnern beschäftigt. Na, da oben. Okay, warte, warte, warte. So, und hier drüben auch machen, ne? So, da kommen wir noch rein. Komm schon, Hühnchen. Bam. Oh, guck mal, da ist der nächste Gegner. Masterplan. Version 1.0. Gut, spielen wir erstmal Savaras Spielchen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der Diebstahl des Goldenen Eis das echte Ziel ist. Wir werden nicht mehr lange Handlanger sein. Ich schwöre auf den Käfig, der mich einst gefangen hielt, dass ich meine Mission für nichts aufs Spiel setze. Erst recht nicht für diesen neurotischen Luchador. Der sollte mal einen Hustenbonbon lutschen. Manchmal bist du einfach viel zu nett, Codado. Wie dem auch sei, ich schleiche durch die goldenen Toiletten und lasse dich rein. Entschuldigung, siehst du nicht, dass wir hier Pläne schmieden? Ups. So. Hier links. Da kommen wir gar nicht durch, schade. Okay, hier müssen wir schon... Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich glaube, da muss man anders machen, warte. So. Eieiei, da. Das ist ja schwieriger hier, ne? Merkt man schon. Immer mehr. Okay. Gab's noch irgendwas? Nee, hier gab's nichts. Lass mal rein. Das muss echt jetzt perfektes Timing sein hier. So. Achso. Okay. Eieieiei. Okay. Gibt's ja gar nichts. Oh, warte mal, doch, find's doch was, warte mal. Ei, oh. Nochmal. Eieiei. Da muss man ein bisschen. Da muss man auch wieder abgefahren timen hier. Das schaffe ich niemals. Also probieren wir es trotzdem mal. Okay. Okay.
Nein! Oh, warte mal. Hey, 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 das ist echt. Okay, warte mal, das können wir direkt von die Kante machen. Komm, jetzt nochmal. Nein. So, warte. So, okay. Nein! Okay, nochmal. Nein! Oh, super dumm. Aber das ist... Okay, so geht das. Okay, das war zu eng, zu früh. Nein, oh, ich komme noch nicht durch. Warte, nochmal. Nein, das war wieder eine enge Kiste. Ach, okay, warte mal. Das müssen wir anders machen. Oh, das hätte ich geschafft, das hätte ich geschafft. So. Hier ist hin. Oh, wieder so eine enge Kiste. Ich muss es schaffen. Das ist wahnsinnig. Nein. Oh, das war doch so eng, das war doch so eng. Hm. Oh nein. Gibt's doch einen. Nein. Okay. Die nächsten Sendungen verschieben sich um 30.000 Rücken. Hey, das springt ja nicht. Oh, es ist doch so eine enge Kiste jedes Mal. Landen irgendwie. Okay, warte mal. Nee. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Wieso kriegst du es nicht hin? Achtung. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich muss noch probieren. Nochmal.
Das gibt's doch gar nicht. Ja! Oh! Ich war doch drin. Ich war doch drin. Ja, endlich. So. Jetzt? Mann, ey. Hat ja auch nicht lange gedauert. Hat ja auch nicht lange gedauert, ne? So, runter. Raus. So, du Schwanz. Und schnell tun wir das. Okay. Oh Mist. Hier muss auch wieder das Huhn sein. Okay, warte, das kriegt noch hin. Da kommen wir nicht ganz hoch, leider. Aber kriegen wir ein neues Huhn hier drin. So, wir gehen jetzt schnell hier rein. Gucken mal, ob wir es hinkriegen. Was für ein fetter Move. Okay, das hat jetzt. Ah, okay, da muss ein. Nein. Mist. Okay. Okay, nochmal. Warte. Yes! So. Gerne, wir können es auf dem Rückweg machen, ne? Zack. Okay. So. Da kommen wir nicht hoch, leider. Müssen wir dann hochkommen? Doch, vielleicht doch. Brauchen wir noch einen zweiten Sprung, den kriegen wir wahrscheinlich auch gleich. Mal auch mal links. Von hinten kriegen wir unsere neue Waffe. So. Hier hast du einen Poloschuss ausgeführt und dir gedacht, warum hänge ich nicht gleich am zweiten?
Du wirst es nicht glauben, das ist möglich. Fühl dich nicht schlecht. Ich habe auch nicht sofort dran gedacht. So, jetzt können wir einen doppelten Hinterschuss. Bin ich mal gespannt. So, jetzt kannst du den Porsche zweimal einsetzen. Okay. Natürlich sehr praktisch. Natürlich überall hin. Natürlich auch viel schneller überall hin, ne? So. So, warte mal. Okay, das ist natürlich dumm. Okay, nochmal. So. Okay. Muss auch die ganzen Fähigkeiten einsetzen, ne? Okay, so kannst du auch machen. Muss nicht alles benutzen, ne? So, das war's, ne, oder? Wieder rauskommen? Geht nicht. Ich kann da hochkommen. Da kriegen wir schon hin. Eins. Unmöglich, warte mal. Oder? Vielleicht so. Na gut. Wenn wir voll laufen lassen, dann kommen wir. Achtung. Das klappt doch nicht irgendwie. Nicht so, wie ich es will. So, ein mit Geduld und Spucke, ne? Mist, aber komm mal hoch. 1, 2, 3 und... So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.